bin Sarah Mewes. Ich habe an der Cusanus Hochschule den Master Ökonomie studiert, in einem Pionierjahrgang, also in einem zweiten Jahrgang, den es gab. Ich habe jetzt letztes Jahr den Master abgeschlossen und habe parallel schon zu meinem Masterstudium angefangen, mich so in verschiedenen Arbeitskontexten auszuprobieren. Und im Sommer 2017 haben wir ein Institut gegründet, ZOE, Institut für zukunftsfähige Ökonomien, auch mit anderen Menschen noch hier aus dem Cusanus-Kontext zusammen und Leuten aus der pluralen Ökonomik. Unser Anliegen ist es einfach, die ganzen Themen, die wir hier auch an der Hochschule bewegen, nach neuem ökonomischen Denken, einer neuen Form von Wirtschaftswissenschaft, da nochmal so ein Organ zu schaffen, was diese Themen auch einem breiteren Publikum, was jetzt nicht akademisch und Studierende sind, zugänglich machen kann. Und da quasi nochmal so einen Wissenstransfer zu schaffen und so ein Institut, wo eben Forschung und Bildung sich irgendwie gegenseitig bereichern. Beginn des Studiums hatte ich schon, oder gerade auch im Bachelorstudium, war ich sehr, sehr unsicher, was ich später, was für ein Berufsfeld mich da quasi erwartet, weil ich habe im Bachelor auch schon Philosophy and Economics studiert und es ist nichts, wo man danach irgendwie ein festes Berufsbild hat, so das bin ich jetzt und das mache ich jetzt und das kann ich irgendwie zur Welt beitragen. Und diese Frage hat mich auch im Master sehr viel beschäftigt. Ich glaube, darum habe ich auch relativ lange für mein Masterstudium gebraucht, weil ich so ein bisschen in den Master reingegangen bin mit dieser Prämisse, okay, ich studiere jetzt und finde dabei raus, was ich später arbeiten möchte, gleichzeitig. Und diese Angst, irgendwie nichts zu finden oder am Arbeitsmarkt nicht gebraucht zu werden, hat sich aber mit der Zeit immer mehr verflüchtigt. Und ich habe immer mehr gemerkt, also was die Angst, glaube ich, ausgemacht hat, war, dass ich gemerkt habe, ich passe nicht so in dieses Berufsbild. Es gibt keine Stellen, die so richtig auf mich zugeschnitten sind. Und dann zu merken, ich brauche es aber nicht. Ich kann mir auch meine eigene Stelle schaffen und ich kann genau so in der Welt wirksam werden, wie ich mir das wünsche und wie ich das Gefühl habe, auch dass die Welt es braucht. Den Master hier für mich auch so besonders gemacht hat, ist, dass wir eben im Masterstudium ein Forschungsprojekt, jeder mit einem eigenen Forschungsanliegen in dieses Studium reingeht. Und ich hatte als starkes Anliegen auch so damals schon ein bisschen aus diesem wissenschaftlichen Kontext rauszukommen und zu schauen, gibt es einen Praxispartner, wo ich auch tatsächlich einen größeren Praxisbezug von dem Wissen hinbekomme, was ich hier erlange. Und habe da die Hannoverschen Kassen gefunden. Das ist eine betriebliche Rentenversicherung, die versuchen auch aktiv neue Formen von Altersvorsorge, solidarischer Vorsorge zu etablieren und sich da anders zu positionieren als eine klassische betriebliche Rentenversicherung, aber ihr Kerngeschäft ist klassische betriebliche Rente. Und in dem Zug habe ich mich sehr viel mit Rente auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass einfach soziale Sicherung irgendwie ein Thema ist, was zentrale Fragen unserer Gesellschaft aufwirft. Und habe dann dort eben auch erste Praxiserfahrungen gesammelt und mit den Kassen zusammen ein Modell für eine betriebliche Grundrente entwickelt, was ich jetzt gerade im Rahmen des ZOE-Instituts weiter versuche aufzubauen und auszubauen und da tatsächlich so eine Art Reallabor, so einen Prototypen draus zu machen. Ich glaube, was die Bildung für mich hier an der Cusanus Hochschule unterscheidet von der Bildung, die ich jetzt in meinem Bachelorstudium erfahren durfte, die auch nicht nur schlecht war, ist vor allem, dass im Bachelor es eben nicht darum ging, Dinge zu hinterfragen, sondern es eher darum ging, ganz viel Information in wenig Zeit aufzunehmen und zu reproduzieren. Also eigentlich, wenn man es drastisch formulieren will, kann man sagen, dass die Studierenden da zu einer Art Lernmaschine degradiert worden sind. Und genau hier an der Cusanus Hochschule eben der Mensch hinter der Maschine sichtbar wird und
es nicht darum geht, so viel Information wie möglich aufzusaugen und zu reproduzieren, das können ja auch Maschinen, sondern die Informationen irgendwie zu prüfen und zu schauen, ist sie eigentlich lebenstauglich für unsere Welt und was macht sie in unserer Welt, in unserem Miteinander, unserem Sozialen? Und genau, wie wirken Ideen und was machen sie mit mir als Person? Und diese ganzen Fragen finden hier Raum, die sonst gar nicht gestellt werden, was für mich aber eigentlich die Essenz von einer guten Bildung ist.